Das ist das eigentliche Motto dieser Folge. Bloß nicht hingucken, Leute. Bloß nicht hingucken. Macht nicht den gleichen Fehler, wie ich ihn gemacht habe. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, bloß nicht hingucken. Das bezieht sich tatsächlich auf was ganz, ganz anderes. Und zwar bin ich auch nur ein ganz normaler Clash of Clans Spieler, der auch mal so in andere Kanäle reinschnüffelt und da natürlich immer die coolsten und geilsten Sachen sieht. Und will sie dann nachmachen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Denn teilweise fehlen mir Sachen. Teilweise weiß ich nicht, wie man einige Sachen umsetzt. Und zudem bin ich kein Blitzer. Ja, wir nehmen mit Blitzzauber und Messhexen. Ich wollte das Ganze heute mal ausprobieren. Aber eigentlich sollte ich es lassen, andere Kanäle zu gucken. Ehrlich. Ich sollte es lassen, andere Kanäle zu gucken und zu denken. Kriegst du auch hin, Toto. Ja, kriegst du auch hin. Problem ist nämlich eins, ich habe den ollen Blitzzauber hier noch nicht Max. Und ich glaube, man muss ihn Max haben, damit er Effekt hat. Ich habe ihn natürlich Max in der Clanburg. Und aber trotzdem. Ja, man kann doch ein bisschen mehr mit dem Blitzzauber mittlerweile machen. Die Hexen sind ultra, ultra stark, keine Frage. Und wir machen damit jetzt zwei Angriffe. Einmal zum Farmen und einmal im CK, würde ich sagen. Und einmal im CK, da ich meine Helden noch nicht Max habe und auch oben den Golem noch nicht Max habe, würde ich sagen, nehmen wir die auch mal mit. Wir nehmen mal den Armeetrank, würde ich sagen, ein und wir nehmen auch mal einen Heldentrank. Dann haben wir alles auf Maxed Level und ja, gehen wir mal rein in die Suche. Also mit... Ich weiß nicht, ich glaube am Update-Tag habe ich das gesagt, ich bin ja kein Blitzer, ne? Und dann siehst du so coole Taktiken mit Blitzzauber plötzlich und denkst, ah, jetzt hat den mal gelevelt und nicht den Unsichtbarkeitszauber beziehungsweise den Verschwindibus-Zauber. Naja, ist nicht so schlimm. Was mich an dieser Strategie stört, 40.000 nur, was mich an dieser Strategie eigentlich stört, ist, dass du dann keine weiteren Zauber mehr hast. Also da müssen dann natürlich die Masse der Hexen nicht dran glauben, aber sie müssen da halt durch. Und da das mal wieder fürchterlich langweilig ist, den Gegner zu suchen, ich bin auch schon wieder in Titan 2 reingerutscht. Mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, den nehmen wir jetzt mit. Nächstes Problem ist natürlich, dass ich gleich im Clankrieg eine Base angreife, die ein bisschen stärker ist als diese hier. Aber zum Antesten, glaube ich, können wir die ganz gut nehmen. Und erstmal blitzen wir das Ding hier weg. Das ist auch witzig, dass da unten... Ach so, das ist der Geboostete. Okay, das ist der Geboostete. Wir nehmen hier unten mal was raus. Und zwar brauchen wir immer 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und schon geht's nicht. Habe ich jetzt so extrem daneben geblitzt, Leute? Mist. Guck mal, wie viel ich da jetzt einsetzen muss. Wieso musste ich da jetzt so viel reinsetzen? Egal. Das ist mir ein Rätsel, aber es ist egal. Warum ärgert mich das eigentlich gar nicht? Weil ich weiß, dass ich so bin. Deswegen ärgert mich das gar nicht. Orden, wo bist du? Da ist er. Okay. Warum ärgert mich das eigentlich gar nicht? Weil ich weiß, dass ich so bin, ja. Okay, dann lassen wir die einfach mal rennen. Mal sehen, wie weit sie denn doch noch kommen. Der erste Scatter, da ist er weg. Aber wie gesagt, man hat jetzt keine Zauber mehr. Und ich muss jetzt auch ein bisschen auf meine Helden hier aufpassen. Ja, der King ist noch gut dabei. Und der Warden war da hinten natürlich. Jetzt ist auch der Adler endlich down. Okay. So können wir natürlich nie in die Mitte, ne? So kommen wir natürlich. Oder wir müssen halt doch wirklich komplett einmal rum. Aber das war erstmal Grütze, würde ich sagen. Naja, so schlimm war es nicht. Da haben wir den Loot gekriegt und noch ist er nicht. Sag schnell.
fertig jeder Angriff. Wir haben noch 59 Sekunden, 58. Und da gehen jetzt schon die ersten Skellies rein. Aber die fressen sich ja auch ganz gut durch, ne, die Hexen. Kann man ja nicht anders sagen mit den Skeletten. Durch das an, wie viele Hexen da noch leben. Und der Dicke ist auch noch am Tanken hier. Perfekt. Sehr schön. Oily ist noch mit am Start und unten voller Warden. Also so schlimm kann es ja nicht sein. Alles ist in der Warden-Aura jetzt auch drin. Aber ja, okay, Multi ist natürlich dann an der Stelle nicht so prickeln. Sollte man den vielleicht lieber wegblitzen? Im Ratus 11-Bereich habe ich immer den Multi weggeblitzt, damit er mir halt keine Probleme bereitet. Aber hier sollten das eigentlich die Hexen machen. Aber die schaffen das auch nicht mehr. Ah, okay. Ah, sehr ärgerlich. Ja, ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen. Vom Loot her ist es okay. Aber trotzdem ärgert mich das Ganze ein bisschen. Und ich bilde die auf jeden Fall nochmal aus. Gib mir jetzt nochmal eben Truppen. Die sollen es sein. Und warum hat das denn eigentlich nicht funktioniert, Mensch? Warum hat das nicht funktioniert? Ich guck jetzt nochmal. Ich mache das jetzt mal anders eben, Leute. Ich nehme mal eben das iPhone hier, wo ich mir eigentlich immer nur Truppen mit spende. So, und lass den Avatar hier nochmal eben verteidigen. Warte mal. Da wartet ihr. So. Der Challenge bitte nochmal. Los. Da ist die Challenge. Und wir greifen den an. Ich habe den auch in meiner anderen Armee gemacht und habe den heute schon einmal weggemacht. Da ist es mir aber auch nicht gelungen, den Scatter da wegzumachen. Ich glaube, wir nehmen den jetzt mal mittig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt, okay. Das passt an der Stelle. Und wo ist der andere? Der ist da unten. Da können wir noch ein bisschen mehr mitnehmen. 1, 2, 3. Da geht er auch weg. Okay. Da müssen wir die Felder doch noch ein bisschen besser berechnen, glaube ich, ne? Und dann können wir hier eigentlich über Ecke reingehen, würde ich sagen. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal mehr Sexen hier. Und dann geht das hier durch. Held 1, Held 2. Karre. Warden. Nächster Held. Naja, nächster Held, habe ich gesagt. Mann, ich weiß gar nicht, warum ich mich immer so Schiss habe, da so auf das Tablet zu tappen. Okay, wir lassen ihm auch hier mal die Meute mal laufen. Ich habe das Dorf heute schon einmal so geschafft. Da habe ich aber auch den Scatter, glaube ich, nicht ordentlich geblitzt. Wir nehmen die jetzt mal in die Ability hier rein, weil da jetzt auch Helden kommen. Und auch hier ist natürlich der Multi ziemlich stark. Die müssen weg. Wo ist mein King? Der ist da oben. Okay. Der hat auch ein paar Hexen hinter sich. Das ist eigentlich das Coole. Die Helden haben irgendwie die Hexen natürlich hinter sich. Müssen natürlich tanken. Der Große ist auch noch heftigst dabei. Wir sind am Rathaus, Leute. Zünden. Und dann ist das Rathaus auch Geschichte. Allerdings jetzt kommen ja alle in Gift rein da. Mal sehen, wie schlimm das wird jetzt für meine Hexen. Wie der Gift noch nah. Oh, was kommt denn von hier hinten noch? Heftigst. Okay. Ja, man verkennt das, ne? Weil die ganzen kleinen Skellies alle irgendwie ausschwärmen. Und hier oben sind sie auch noch dabei, die Defensive zu beschäftigen. Also so klappt das in jedem Fall auf dem 14er scheinbar ganz gut. Ich hätte fast gesagt, man kann die Golems auch hier oben setzen. Also hier einen auf 12 Uhr, einen auf 9 Uhr. Und dann den anderen lässt du auf, 12 Uhr, 9 Uhr. Und den anderen lässt du so gegen 10 Uhr los. Also geht doch, okay. Ich muss da mit dem Klarkrieg angreifen, Leute. Oder sagen wir mal so, ich muss nicht, ich will. Ich will. Okay, wir sind am Start. Warum sind wir da 3,18? Warum habe ich da jetzt plötzlich nicht genug? Warum fehlen mir da 3? Und da fehlen mir keine 3. Okay, hier habe ich nur Eisgolems. Und unten habe ich, in der anderen Armee habe ich noch einen Golem mit drin. Okay, dann machen wir das doch so. Dann greifen wir doch an. Also ihr seht das, ich habe das schon mal geschafft heute. Und ich denke, ich muss wahrscheinlich die Nummer 1 angreifen. Ich gucke mal.
Nee, ich nicht. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich würde sagen, sollen wir erst einen 14er nehmen? Nee, ne? Ich würde schon ganz gerne einen 15er angreifen. Ich glaube, wir machen das mal so. Wir nehmen hier oben mal die Nummer 2. Der sieht auf jeden Fall besser aus. Hat da hinten die Clanburg, okay. Die kommt dann natürlich reichlich spät raus, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und hat aber Monolithen. Und ich glaube, den können wir mitnehmen. Und dann gehen wir rein in den Angriff. Worden steht richtig. Wir haben die passende Maschine mit dabei. Könnten natürlich auch mal einen Bohrer nehmen. Den Bohrer habe ich ja jetzt mittlerweile. Habe ihn nur nicht gelevelt. Er ist ja jetzt hier geboostet. Könnte man auch machen. Mache ich aber nicht. Ich will eine sichere Kiste machen. Wo hat der seine Scatter? Da hinten. 1, 2, 3. Da kriegen wir vielleicht sogar noch die Zauberfabriken mit. Mal gucken. Boah, ich gehe mal rein. Bloß nicht hingucken. Macht das nicht nach. Leute, macht das nicht nach, was ich mache. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der geht aber weg. Das ist schon mal nicht schlecht. So, der andere ist da hinten. Da machen wir das genauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann gehen wir, würde ich sagen, über diese Richtung rein. Eins, zwei, drei. Einen noch hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Vier, fünf. Helden mit rein. Ja, wir haben jetzt natürlich keine Zauber, klar. Und wenn da dann natürlich noch dann andere Truppen kommen, beziehungsweise Lufttruppen, so wie jetzt hier, dann müssen es natürlich da die Hexen reißen. Überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, ich hatte hier schon den vorherigen Angriff gesehen. So, wo ist denn meine ganze Meute hier, die ich hier schützen muss? Ja, da geht jetzt noch nicht so richtig viel zum Rathaus hin, sehe ich gerade. Na, jetzt geht da ein bisschen was. Die ersten Skellies gehen. Meine Clanburg ist auch schon draußen und ist zwar jetzt geboostet, aber ich habe, also der Zauber da ist jetzt natürlich, ist natürlich weg, der Zauberturm. Also der wird jetzt nicht mehr so viel machen, weil ich den Scattershot da natürlich rausgenommen habe an der Stelle. Letztendlich, ja, 2 Sterne schaffen wir auf jeden Fall. Das ist ja in meinem Bereich, ist das ja absolut in Ordnung. Aber ihr seht auch, hier unten sind die noch aktiv. Die sind noch hier oben aktiv, laufen hier noch rum. Ich habe noch eine komplett zündbare Heldin, die ich jetzt wahrscheinlich auch zünden werde, weil jetzt auch schon der Inferno dort so ein bisschen stärker mitballert. Wir kriegen den Monolithen. Kriegen wir den eigentlich auch noch? Ja, den sollten wir eigentlich noch schaffen, oder? Ah, ja, schaffen wir noch. Okay. Na, gar nicht mal schlecht. Aber Prozente auch nicht gut, aber immerhin 2 Sterne. Also kann man in jedem Fall machen. Nur nicht für jede Base zu gebrauchen, aber erstmal der 2. Stern hier drin. Denn heute Morgen, oder ihr habt es ja eben gesehen, 2x 1 Stern. Nur noch rauskompensieren. Aber gar nicht mal so schlecht. Kann man so machen. Ja, wenig Prozente. Am Ende sind es vielleicht dann die Prozente, aber immerhin haben wir den einen Stern raus und der Gegner muss uns da oben auch erstmal packen. Ich meine, er hat auch hier mit 53% ist jetzt auch nicht gerade das Nonplusultra auf meine Base und prozentual 74, achso, das war sein, 37% nur das Rathaus mitgenommen. Okay, aber Nummer 9 gemacht, alles klar. Naja, ich baue die mal weiter, wa? Ja, bloß nicht hingucken. Also ich sollte den Fehler nicht machen, in andere Kanäle reinzugucken und zu denken, klappt schon, wie die das machen. Ja, sicherlich. Man sollte sich trotzdem ein bisschen mehr Gedanken um so eine Base machen. Ich hoffe trotzdem, die Folge mit den Masshexen hat euch ganz gut gefallen. Ihr habt damit auch schon angegriffen, hoffentlich. Und guckt aber ruhig in die anderen Kanäle rein, guckt in meinen Kanal wieder rein, wenn ich mal wieder versuche, was nachzumachen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Euer Toto. Clasht.